So, Freunde der Spiegeltour. Back in Action. Ich habe mir aufgeschrieben, letztes Mal, Titanium-Alloy, Stahl vom Titan holen und Deuterium transportieren zum Titan, um die Energieversorgung vor Ort zu machen. Das geht jetzt alles ein bisschen konträr mit einigen Produktionen, die jetzt theoretisch gemacht werden müssten noch. Da war ja die Produktion von, da muss ich hin. Genau, bleibt beim Flugmodus. Weil er ja ganz viel Deuterium hier raus, beziehungsweise verarbeitet das direkt. Jetzt würde ich natürlich gerne dieses Deuterium auf andere Planeten bringen. Was eine super Idee ist, weil mit Deuterium und den Mini-Fusionskraftwerken kannst du so viel Energie erzeugen auf anderen Planeten, dass es einfach schon super geil ist. Mal ein paar Sachen, die ich nicht brauche, raushauen. Die Kraftwerke brauche ich. Weil ich werde wahrscheinlich vorher noch wenigstens in den Orbit gehen. Also um den Gasriesen und dann nochmal zwei Produktionsanlagen zu bauen. Oder drei oder vier oder fünf. Produzieren nämlich zu wenig Partikelcontainer. Oh, das müsste ich eigentlich auch nochmal separat anstoßen. Hallo Philly. Da unten war das. Doch, Prozessoren hast du doch hier oben. Immer ein paar Wessel mit. Hallo Bloodgood und danke für den Tier 1 Sub. Hoch, dann können wir nämlich ein paar Akkus noch einsammeln. Guten Tag, Torak. Den 14 ist jetzt egal, ich eins zu viel eingesammelt habe, den zerstöre ich oder tue ihn noch hier rein. Arschlecken.
Und dafür verbrauchen wir die ganzen Partikelcontainer, um theoretisch Strange Matter herzustellen, wovon wir eh viel zu wenig haben. Stahl. Irgendwo ist Stahl. Da. Und Maximus. Entschuldigung. Triebwerke und Energiezellen habe ich aber auch. Danke, Karma, für ein Stufe 1-Abo. Und jetzt noch die Akkumulatoren, die ich auch irgendwo noch in der Kiste habe. Geladene. Das an manchmal. Das ist so ein Ding mit dem Ladeteil daran. Muss doch hier irgendwo sein. Da. Läuft natürlich alles in die Kiste. Einfach nach Westen fliegen. Namen Taka, Namen Hallo Dunlock und danke fürs Verschenken von einem Stufe 1 Abo von Karnwor. Vielen Dank. Lieber Gasriese. Komm mal eben rüber. Da, Hilfe. Dämliche Dunkelheit. Kann man den Prime verschenken? Nein, kann man auch nicht. Gasriese, du bist zu groß. Ich finde meine Produktionsanlagen auf dir nicht.
Und ich habe keine Ahnung, wie viele man um den Gasriesen bauen kann. Ein paar? Ach, die haben keinen eigenen... Jetzt hatte ich ein paar von den Raumschiffen mitgenommen, weil ich war mir nicht mehr sicher, ob die überhaupt welche kriegen. Ich würde sagen, 25 passen da drauf. Ich hätte da unten auf die Karte von ihm achten können, unten links. Titaniumplatten, die müssten hier sein. Ich überlege gerade, ich sollte theoretisch mal davon einzelne setzen. Beziehungsweise ich habe überlegt, Nordpol und Südpol muss ich eh leer machen. Da kommen ja auch später die Energie-Rays hin. Ich müsste aber theoretisch irgendwie, weil ich ja ständig meine Sachen am Suchen bin, sollte ich vielleicht zentral nochmal so ein paar von den Interplanetardingern machen. Damit die... Wie heißt das? Was würdest du sagen, Imperator? Du würdest sagen... Dass ich die Sachen besser finde. Bei den Nord- und Südpol ist das Einzige, was du halt sofort findest. Wenn ich hier die ganze Zeit am Bauch von dem Ding nachgucke, wo die Sachen liegen, ist das immer Kacke. Ja, sowas in der Art wie ein Zentrallager. Die können weg, das Zwischenzeug brauche ich nämlich nicht. Das können wir nochmal aufnehmen, die beiden. Die Motoren kann man theoretisch auch nochmal brauchen. Da kann ich nur drei produzieren, weil dann die Motoren alle sind.
oder alle Interstellar-Sachen hätte ich vielleicht am Äquator bauen können. Und von da aus halt alles aufbauen, aber es ist halt Planungssache. Da habe ich ein bisschen verkackt. Hab eine Idee, strukturiere einfach alles um. Hallo Cosmic Spy. Ne, man kann leider keine Pfeile. Es müsste wirklich eine Sache sein wie Marker oder sowas. Oder hast du in der Übersicht hier eine größere Symbolik hast, was, sag ich mal, angeboten wird. In den unterschiedlichen Dingern hier. Also in den interplanetaren Teilen. Das könnte auch noch sehr hilfreich sein. So, Ölproduktion. Nein, weiter rüber. Nächstes Mal strukturiere ich alles um. So, ihr sorgt mal alle hier rein. Mir ist leider was aufgefallen. Und so gesehen sofort mit dem Titanium-Alloy anfangen. Sonst geht nämlich die Produktion hier irgendwann zu Neige und da hängt mein ganzes Energienetz dran. Das waren die Akkumulatoren. Nur noch suchen.
Es war beeindruckend, aber schrecklich. So. Eigentlich suche ich Partikelcontainer. Die müssen irgendwo sein. Das Einzige, was im Moment in der Kiste drin ist, weil ich davon auch zu wenig habe. Angeblich werden 70 von irgendwo geliefert. Nö, hier sind es nur noch 15. Ich habe eine Produktionsreihe dafür. Aber für die Partikelcontainer fehlen mir ein bisschen Grundstoffe und ich will die Produktionsreihe dafür machen, aber mir fehlt dafür theoretisch ein bisschen Krimskrams. Da sind die Partikelcontainer, um die Ecke. Wäre es nicht besser, einfach die Grundstoffe auf einen einzigen Produktionsplanet zu schicken? Das ist der Produktionsplanet. Hier werden die Grundstoffe hingeschickt. So, Titanium-Alloys ist aber gerade wichtiger. Wenn mir das nicht ausgeht, stehe ich hier. Nackt. Ich weiß, dass ich mehr als 10 kleine Drohnen in den Turm brauen kann, beziehungsweise packen kann. Das habe ich auch bei manchen Türmen, wo es benötigt wird. Aber wenn die Drohnen hier eh nur abgammeln, muss ich die auch nicht hin und her schicken. Also muss ich die auch nicht weiter auffüllen. Tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen im Stress. Ich habe jetzt keine Lust, dass hier die Energie wegfällt. Ah, nee. Dement, dement, dement.
Wie viele Stunden hast du schon drin gemacht? 37 Stunden. Ich könnte schneller sein, wenn ich ein paar mehr Produktionen von den normalen Anlagen gemacht hätte vorher. Acht, zwölf, 16, 20. Machen wir erstmal 20 Anlagen. Habe ich noch ein bisschen Potenzial nach oben. Obwohl, ach, warum mache ich denn 20 Anlagen? Nochmal 2. Das funktioniert leider nicht genauso wie bei den Konstruktionsdingern. Da kann ich auch um einen versetzen und dann habe ich so gesehen einen Leerraum, den ich nutzen kann. Hallo Mikro. Ich habe das Gefühl, dass der Rechner heute auch besser läuft. Ist das Spiel wie Factorio? Das Spiel ist ein Automationsspiel und zu der Kategorie gehört Factorio auch. Wenn das deine Frage beantwortet, ausreichend. Das Schlimme ist immer, dass sich dann diese Lager öffnen von das Spiel ist besser, das Spiel ist besser, dabei ist das halt eine reine Geschmacksfrage. Factorio hat einfach 7 Jahre Entwicklung Vorsprung, weshalb einfach Factorio durch Mods etc. definitiv mehr Inhalt hat.
und Multiplayer und so weiter und so fort. Da müsste man eigentlich bei dem Feature-Umfang Factorio gewinnen lassen, aber die sind ja hier am Anfang der Entwicklung. Richtig. Interessant wird es erst, wie es später ausschaut. Wenn es auch ein wenig gereift ist. Danke, King Pete, für ein Stufe 1 Abo. Und willkommen in der Imperialen Garde. Ich nenne das jetzt einfach so. So, Supply haben wir nochmal. Ich denke mal, da kann ich auf jeden Fall schon mal 10 reinsetzen. Imperialer Pöbel. Ich wollte mal nett sein. Ich versuche halt auch ab und zu mal was Neues. Sollte meine Energieversorgung erstmal nicht in Gefahr sein. Und das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Achso, das ist lokaler Planet. Lokaler Planet ist egal. Ich habe eine gute Überproduktion. Bei Diamanten habe ich eine Unterproduktion. Ja, und bei Stahl habe ich eine Unterproduktion. Das wusste ich aber schon vorher. Aber Stahl habe ich noch genug eingelagert. Ach, Diamant habe ich einen Unterproduktion, weil die hier nicht abgeholt werden. Deuterium Hydrogen produziere ich mehr als genug. Deuterium Rods verstehe ich nicht. Also sollte nämlich nicht so sein vom Konsum. Kraftwerke laufen nämlich eigentlich durch. Das Schlimme ist, dass das Öl, was ich produziere,
erreicht nicht mal die Orte, wo es hin sollte. Ach ja. Gib mal ein bisschen Glas. Weil das hier ist eigentlich alles Unsinn. Das kommt aus einer alten Produktion. Genauso wie das thermale Verfeuern hier. Tschüss, Mikromongo. Monga. Und schon sind wir eigentlich in meiner Abrissfolge. Hallo Kistenkalle. So, schieb mal den Rest da noch rein. Damit den ganzen Kram nicht in mein Inventar halten. Weg. Weil die Produktion lief halt nirgendwo hin. Oder lief die doch irgendwo hin? Ich bin unsicher, aber es war auf jeden Fall nicht mehr benötigt. Das war zum einen damals mit der Forschungsgeschichte hier was. Der kann ja gerne die Reste vom Öl etc. da runter, also beziehungsweise wegschicken. Wo ich gerade darüber spreche. Bauen wir noch einen Tank, dann kann nämlich hier der Rest noch reinlaufen. Ach nee. Band ist verkehrt rum. Ist ja rausgelaufen und hat ja hier, haben wir das ja aufgespalten. Was übrigens mehr Arbeit gemacht hat, als wirklich erbracht hat, fand ich. Um den Wasserstoff loszulösen.
Das sind Sachen, die natürlich bei Factorio mit dem isoperspektivischen 2D immer super funktioniert. Also Sachen abreißen und dann einfach langlaufen. Hier muss man ein bisschen mehr aufpassen. Dass man in der Spur bleibt. Was ich gerade mache, ich reiße alte Produktionsanlagen ab. Auf meinem Planeten, die ich nicht mehr benötige. Weil ich gesehen habe, es gibt eine Diskrepanz beim Öl. Warum ich das alles nur so verwinkelt. Das könnte noch wichtig sein. Sagen wir, ich räume auf. Hallo, Evil. So, weg damit. Das verlagere ich ja eh schon, dass das da reingeliefert wird. Das ist alles okay. Hier verstecke ich einen großen Teil der Säure direkt. Oben rein habe ich hier Dreier. Ne, das ist MK2er. Dann schickt man hier lieber mehr rein. Das ist nämlich auch eine alte Produktion. Die Silikonplatten. Die gehen da runter. Die waren für die Solaranlagen damals. Brauche ich Solaranlagen noch? Und wenn, wozu mache ich das so? Totaler Unsinn. Kann auch eigentlich weg an der Stelle. Andere Sache, haben wir noch irgendwo noch mehr Öl? Das kann alles weg. Der kann auch weg. Dann haben wir noch ein Öl. Aber es lohnt sich, glaube ich, nicht, die beiden zusammenzuführen. Der kriegt einen eigenen Transportpunkt.
Ich habe heute die Waschmaschine sauber gemacht. Was bedeutet, ich habe den Laugenfilter und all so ein Kram auseinandergenommen. Mir tun die Hände davon einfach so scheiße weh. Weil dann steht in der Anleitung drin, entfernen Sie den Laugenfilter, lassen Sie das Wasser ab. Und dann drehst du diesen Laugenfilter auf und dann steht in der Anleitung, es kommen mindestens 2 Liter Wasser. Was kommt? Nichts. Also beziehungsweise doch, es kam so ein Plätscherchen. Irgendwie vielleicht so 200 Milliliter und ich denke dann so, das Ding will mich verarschen, das kann euch da ernst sein von der Waschmaschine. Ich habe es auch noch nie vorher gemacht, großartig. Jetzt sagen alle, ii. Ja, es ist auch voll ii gewesen. Da habe ich angefangen, das Ding aufzudrehen. Dabei habe ich schon gemerkt, also was du eigentlich erst machen sollst, wenn diese 2 Liter Wasser entlaufen sind. Verdammte Hacke. Irgendwie kommt da ein Wasserfall raus plötzlich. Also wieder zugedreht und geguckt, ob ich das nicht irgendwie anders machen könnte. Dass irgendwie dieser Schlauch oder was immer, der eh ab war, da anders rankommt, weil der lag nämlich da lose irgendwie drin. Natürlich nicht, also musste ich am Ende, will ich das Ding aufdrehen. Es waren Gott sei Dank keine 2 oder in der Anleitung stand, es könnten bis zu 25 Liter nachlaufen, wenn der verstopft ist. Weil ich nur denke, hoffentlich nicht. Also muss ich Handtücher auf den Boden legen, damit ich das Ding aufmache und dann das Wasser so rauskam. Was eine Plörre, ey. Mir ist auch richtig schlecht gewesen danach. Aber nachdem ich den Trockner komplett gereinigt habe, wollte ich dasselbe mit der Waschmaschine machen. Damit sie vielleicht noch ein paar Jahre hält. Aber jedes Mal, wenn ich sowas mache, denke ich daran, vielleicht sollte man lieber eine neue kaufen. Sieht ja schrecklich aus. Ich habe auch erst vor 2 Tagen rausgefunden, dass es Waschtrockner gibt. Die waschen und trocknen. Also die beides können. Und das hintereinander machen. Wo ich einfach nur denke, was für ein geiler Scheiß. Obwohl, warum baue ich einen Waschtrockner, der 6 Kilogramm Wäsche machen, also 6 Kilogramm Wäsche machen kann, aber nur 4 Kilogramm trocknen kann. Wo ich einfach nur denke, was ein Nonsens. Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Wenn, dann will ich doch eine Kombinationsgerät haben, wo man 6 Kilogramm wäscht und auch 6 Kilogramm trocknen kann. Glaubst du, ich hole danach 2 wieder raus? Ich habe auch gesehen, dass die alle mit diesem alten Kondens... Also es gibt diese Wärmepumpensystem, das habe ich nicht. Deshalb habe ich nämlich überlegt, ob ich einen neuen Trockner kaufe, weil das Wärmepumpensystem ja bedeutend energieeffizienter ist als die alten, die mit diesem Kondenstrockner schieß mich tot arbeiten. Und genau diese alte Technik ist nämlich in den ganzen Waschtrocknern drin. Wodurch die, sag ich mal, für mich keine Verbesserung sind. Also wird's, falls ich mich dazu entscheide, da wirklich was zu verändern, weil eine Grafikkarte kann ich ja eh nicht kaufen zurzeit, wird auch wahrscheinlich noch lange so sein, werde ich mir wahrscheinlich entweder eine neue Waschmaschine erstmal holen oder einen Trockner in einem Jahr oder einen neuen Trockner und eine Waschmaschine dann in einem Jahr. Also irgendwie so ein bisschen mit Versetzung. Guten Abend, Lazarus. Ich werde jetzt mal eben alle Ölpunkte anbohren auf meinem Planeten. Ich muss das aber alles in der nächsten Folge machen, weil die Zeit ist vorbei. Da mache ich jetzt schon mal, während ich auf Klo gehe, die Raffinerien dafür. Du haust ja nicht alles in den Trocker. Trockner. Ja, auf Twitch geht's gleich weiter. Richtig. Also auch, ich habe ja diesen Sommer wirklich meinen Trockner so gut wie gar nicht benutzt. Ich habe ja wirklich alles aufgehangen wie ein braver Mensch und nicht wie vorher den Trockner das ganze Jahr benutzt. Selbst wenn draußen 40 Grad sind, habe ich ja den Trockner laufen lassen. Ich bin so ein Umweltsünder. Aber ich esse keine Avocados. Wie andere Menschen hier. Ich esse sie nur mit, weil sie gekauft hat. Das hat sie bestimmt gehört drüben. Weil sie hört alles.
Ja, ich weiß, du hörst alles. Dass ich keine Avocado esse. Also keine Avocado bewusst kaufe, aber welche esse, weil du welche holst. So, da kann er noch mal ein bisschen Öl abliefern. Der da unten ist auch angezapft. Ah, ich guck gleich, ich muss auch unbedingt, ich muss dringend auf Klo. Mir platzt nämlich das Rohr. Da kann ich auch mal gucken, ob jetzt die Waschmaschine explodiert ist, weil ich sie gereinigt habe.